Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes, das in der Predigt ausgelegt wird, ist aufgezeichnet im Brief des St. Paulus an die Römer im 9. und im 10. Kapitel. Paulus schreibt: Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Israel hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben gesucht wurde, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an den Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, sondern suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Lasst uns beten. Ewiger Gott und Vater, segne uns durch dein Wort, öffne unsere Ohren und Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, die meisten unter euch heute sind treue Besucher des Gottesdienstes. Nun habt ihr auch alle Familien, Kinder oder Eltern, Geschwister, Neffen und Nichten, Tanten und Onkel, Omas und Opas. In der Regel liebt ihr sie ja oder schätzt sie, selbst wenn sie nicht zur Kirche gehen. In der Regel schätzt man die Verwandten trotz des Stresses oder des Ärgers, den manchmal auch die liebe Verwandtschaft machen kann. Das halten wir fest. Ihr schätzt oder liebt sogar eure Familie. Aber wäret ihr bereit, euer Leben, zunächst einmal dieses irdische Leben, für die Familie, für die Verwandten zu geben? Und zwar euer Leben hinzugeben, damit die anderen bewusste Christen werden. Und wird sich mancher fragen, was hat der Pastor heute für wunderliche Ideen? Ganz klar, ich setze mich gerne für die Verwandten, für die Familie ein, aber mein Leben hingeben für ihr Christsein, ist das nicht übertrieben? Ja, das ist übertrieben. Und für unsere Ohren und für unsere Zeit klingt das völlig abwegig. Aber der Apostel Paulus, war viel mehr bereit einzusetzen. Paulus will nicht nur sein zeitliches, sein irdisches Leben, sondern sein ewiges Leben, damit sein Volk
damit das Volk Israel Christus findet. Er sagt sogar, ich will verflucht sein, nur damit sie gerettet werden. Paulus erträgt es nicht. Paulus erträgt es nicht, dass seine Stammverwandten, dass sein Volk Israel Christus nicht findet und so ewig verloren gehen könnte. Und er liebt die Seinen so sehr, so groß ist seine Liebe, dass er bereit wäre, sich preiszugeben. Solch eine Leidenschaft ist uns fremd, oder ich sage das mal eingeschränkter, ist mir fremd. Einmal fehlt vielleicht ganz grundsätzlich mir und anderen heute die Bereitschaft, sich wirklich ganz und gar für etwas hinzugeben. Es sei denn, es springt etwas dafür heraus. Und dann verstehen wir vielleicht heute doch nicht mehr so, warum man unbedingt an Jesus Christus glauben sollte. Gut, früher, da meinten die Christen, wer nicht an Jesus Christus glaubt, der kommt in die Hölle. Aber muss man das so eng sehen? Ist es nicht so, Gott liebt doch alle Menschen? Und am Ende kommen wir doch alle in den Himmel, weil wir so lieb sind? Ja, Gott liebt die Menschen. Gott liebt die Menschen. Und eine Hölle und alle Hölle, wo so ein gehörnter Teufel uns mit Mistforke und Hölle peinigt, solch eine Hölle gibt es auch nicht. Der Teufel ist auch nicht der Höllenfürst, sondern er wird selbst einmal leiden in der Hölle. Hölle, das ist die absolute Ferne von Gott. Das ist der Ort, der Zustand ohne Trost. Gerade weil Gott uns liebt und weil Gott jeden Einzelnen ernst nimmt, gibt es keine Zwangsvereinnahmung für den Himmel. Niemand ist gezwungen, ewig mit Gott zu leben. Jeder ist schon gefragt, sich darauf einzulassen, auf das Rettungsangebot Gottes. Und wer mit Gott nichts zu tun haben will, der muss mit ihm auch nicht die Ewigkeit verbringen. Wir haben auch die Möglichkeit, ohne seine Nähe die Ewigkeit zu verbringen. Aber ob wir dann glücklicher sind, das ist die Frage. Es gibt ja das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Das ist sehr aufschlussreich. Der reiche Mann sitzt in der Hölle und er kann immerhin mit Abraham kommunizieren. Und er fragt nicht, hol mich hier raus, oder bittet nicht, hol mich hier raus. Das ist das Interessante. Der Mensch, der manchmal in der Hölle ist, in der Gottesferne, der will gar nicht kurioserweise hinaus, sondern er will nur ein bisschen Kühlung durch Lazarus' Finger. Gott zwingt niemanden. Und die Frage ist, wer in diesem Leben nichts von Gott wissen will, ob ein solcher Mensch mit Gott auch glücklich wäre in der Ewigkeit, das ist fraglich. Aber gut ist es nicht, die Ewigkeit ohne Gott zu verbringen, das ist die Hölle. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Ich weiß nicht, ob es unsere Leidenschaft ist, andere davor zu bewahren.
Wir setzen uns gerne für die Nöte in dieser Zeit und Welt ein. Ein Erdbeben, eine Flutkatastrophe, die Spenden fließen, das ist auch gut so. Die Not ist auch irgendwie greifbarer, verständlicher und wir können auch leichter zu handeln. Aber was hat das für einen Sinn, andere vor der Hölle, vor der ewigen Gottesferne zu bewahren? Wenn man davon redet, dann wird man doch sowieso nur verspottet, ausgelacht oder für fanatisch gehalten. Zur Zeit des Paulus war das noch etwas anderes. Überall bemühten sich die Menschen darum, wirklich die ewige Seligkeit zu gewinnen. Und auch das Volk Israel war von diesem Eifer beseelt. Und Paulus bezeugt, Israel hat Eifer und Israel will Gott dienen. Und Israel war durch und durch religiös, vielleicht viel frömmer als wir heute. Aber nun kommt es. Bei allem Eifer fehlt die entscheidende Einsicht. Israel war damals der Überzeugung, ich kann durch meine eigene Leistung, durch das Erfüllen der göttlichen Gebote, diese Ewigkeit erwerben. Manchmal kennt man das noch heute. Herr Pastor, ich habe mir überhaupt nichts vorzuwerfen. Ich bin immer anständig gewesen. Ich habe nie etwas Schlechtes getan. Ja, so heißt es im Alten Testament im dritten Buch Mose, wer das Gesetz erfüllt, wer seine Forderungen erfüllt, der wird leben. Das könnte ein Weg sein. Aber es muss dann wirklich alles erfüllt werden. Nicht nur dem Buchstaben nach, sondern auch dem Geiste nach. Hundertprozentig. Ganz genau. Jesus hat das immer wieder deutlich gemacht in seinen Gleichnissen, was es bedeutet, sich an das Gesetz zu binden. Der Mord beginnt nicht mit dem Schuss aus der Pistole oder wenn ich einen anderen erschlage, sondern in den Gedanken. Genauso wie der Ehebruch. Da fängt es an, dass ich die Gesetze Gottes übertrete. Und nur wer davon frei ist, nur wer davon frei ist, der könnte durch das Erfüllen des Gesetzes vor Gott bestehen. Aber das kann kein Mensch. Sie sind allzumal Sünder, wie Paulus sagt, und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Wie aber kann der Mensch bestehen? Wie kann ich der Hölle entkommen? Wie kann ich ewig bei Gott sein? Es gibt nur einen. Es gibt nur einen, der dem Fleisch nach, so wie Paulus sagt, aus dem Volk Israel stammt, aber dann auch Gott ist. Überall. Dieser eine kann uns retten. Und mit diesem Lobpreis, der da Gott ist über allem, meint Paulus Jesus Christus. Paulus bezeugt so, dass in diesem Menschen Jesus von Nazareth, Gott selbst in unsere Wirklichkeit eingetreten ist. Und dass Gott das Entscheidende getan hat, damit wir gerettet werden. Es ist der Weg ans Kreuz. Und nun zählt der Glaube, das Vertrauen, die Liebe zu Gott, der sich so zeigt. Und wer darauf sein Vertrauen setzt, der wird gerettet, der wird erlöst. Alle anderen Wege, alle anderen Versuche des Menschen sind Illusionen. Und die Not des Volkes Israel ist gewesen zur Zeit Jesu, dass es dies nicht hat tragen und annehmen können.
Paulus sagt, so schrecklich sich das auch anhört, es gehört irgendwie zum Plan Gottes. Es war die Möglichkeit, damit die anderen Menschen, die nicht Juden waren, die nicht zu Israel gehörten, so erst einmal dazufinden konnten. Und an anderer Stelle bezeugt Paulus, wenn schon dieses so viel Segen gebracht hat über die Menschen, was wird passieren, wenn Israel umkehrt und Christus als seinen Retter erkennt? Ja, Israel, das ist die Mutter der Kirche. Jesus war Jude. Und Gott hat diesem Volk immer wieder Gutes verheißen und es angesprochen. Und seine Verheißung bleibt bestehen. Und wir können das auch noch ausweiten. Jeder Mensch, der getauft worden ist, ist genauso angesprochen und trägt diese Verheißung. Selbst wenn ein Getaufter das erst einmal von sich schiebt, nicht mehr daran denkt. Aber wo Gott seine Zusage gegeben hat, da geht sie. Und solange solch ein Mensch oder ein Volk lebt oder existiert, besteht die Möglichkeit, umzukehren. Die Frage ist, ob wir bereit sind, die anderen daran zu erinnern. Es muss nicht dieses radikale Wollen des Paulus sein. Ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Gott getrennt zu sein, um mein Volk zu retten. Selbst wenn Paulus das gemacht hätte, er kann sein Volk nicht so retten. Auch wir könnten das nicht mit unseren Verwandten. Der Einzige, der so handeln konnte, war eben Jesus Christus, in dem Gott selber zu uns kam. Eine größere Liebe, eine größere Zuwendung konnte der allmächtige Gott nicht demonstrieren. Er hat alles getan, er war bereit zu leiden und zu bluten, damit wir der Hölle entkommen. Wenn wir begreifen, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, was Gott getan hat und wie sehr er uns liebt, dann können wir nicht mehr so ganz ruhig auf der Kirchenbank sitzen bleiben. Natürlich schon im Gottesdienst. Aber wenn wir begreifen, wie groß Gottes Liebe ist, dann wächst auch der Wunsch, anderen davon zu berichten. Wir müssen keine vollendeten Predigten halten oder theologische Vorträge, sondern das schlichte Zeugnis. Gott liebt uns und er hat wirklich alles gegeben, damit wir gerettet werden. Das mag zunächst einmal ausreichen. Und es ist so ähnlich dann, wie Paulus gewirkt hat. Paulus, bevor er dann zu den ganz Außenstehenden ging, ging er eben erst zu seinen Verwandten, zu den Israeliten. Und genauso werden wir oder dürfen wir in guter Weise uns erstmal denen zuwenden, die uns Gott auch so geschenkt und zugewandt hat. Da werden sich immer Möglichkeiten ergeben, in der Familie, in der Nachbarschaft. Und dann in aller Ruhe wird dieses Zeugnis auch um sich greifen. Und es kann sein, in einem sehr außerordentlichen Fall, aber das kann gerade wieder in unserem Land, wo immer mehr Menschen aus dem Volk der Juden oder aus dem Volk Israel hierher kommen und wieder Schutz suchen, zu einer Möglichkeit werden. Es kann sein, dass wir jemanden begegnen aus dem Volk Israel, einem Juden. Und dann dürfen wir auch bezeugen und sollen auch bezeugen, was Jesus Christus für alle Menschen getan hat, Juden und Heiden.
Ich gebe zu, das wird nicht leicht sein. Denn wir Christen haben Fehler gemacht im Umgang mit Israel. Aber das müssen wir auch immer wissen. Unser Versagen, unsere Schuld hebt nie das auf, was Gott befohlen hat, was Gott will. Geht hin zu allen Völkern, zu allen Menschen und macht sie zu Jüngern. Das gilt auch für Israel. Ja, unsere Schuld hebt nie das auf, was Gott getan hat in Christus und wozu er sein Volk berufen hat, Zeugnis zu geben. Und das sollten wir tun, in der Gewissheit und in dem Trost, dass er alles für uns getan hat, damit wir der Hölle entrinnen und ein ewiges, glückliches Leben bei ihm haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.